Hallo, meine Lieben. Und ja, meine Haare sehen wieder ganz furchtbar aus. Mein Gesicht ist schon ein bisschen gemacht, aber meine Haare noch nicht. Keine Sorge, heute Abend bin ich übrigens bei der Viertelstunde davor. Könnt ihr auf allen Kanälen von Ich bin ein Star RTL natürlich verfolgen. Live um 22 Uhr, hier zum Beispiel bei Instagram, aber auch bei YouTube und bei Facebook. Also all over ist es, glaube ich, zu sehen. So, übrigens mit Kelvin zusammen, da freue ich mich besonders. Und natürlich habe ich gedacht, so gestern, bevor ich ins Bett gegangen bin und geschlafen habe, gab es von Iris so ein super Posting, nämlich das Profil wird seit Tagen nun auch von Freunden von mir geführt. Ich gönne mir nun etwas Pause. So. Diese Pause hat nicht lange gehalten, denn heute Morgen gab es bereits die nächsten Äußerungen und das jetzt in diesem Video. Um mal kurz zu reflektieren, was Iris Klein immer macht, wenn irgendjemand aus der Familie, aus dem Clan ins Dschungelcamp einzieht, und ich glaube eben nicht, dass Daniela da jemals einziehen wird. Von daher könnte es natürlich sein, dass vielleicht im nächsten Jahr die Enkeltochter, die Sophia, reingeschickt wird oder einer der misshandelten Hunde mit Elektrozaun fürs Dschungelcamp reinkommt oder ja, vielleicht wird auch noch was anderes, ein Karnickel aus dem Hut gezaubert. Man weiß es nicht. Was aber die große Spezialität einer Iris Klein ist, ist nämlich, von allem, was das Dschungelcamp zu bieten hat, abzulenken und die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und das hat sie bereits 2018 gemacht. Ich habe ein nettes Video zugespielt bekommen. Schauen wir uns an. Beim gemeinsamen Sendungsschauen der Begleiter und Ausgeschiedenen geht es heute Morgen richtig zur Sache. Das Arschloch hat sich schon hat in die Kamera gezeigt. Ich habe mich erzählt, dass ich meine Nummer stelle. Das ist eine Lüge. Ich habe dem Huber das Ganze geklärt. Der Huber hat mir recht gegeben. Und wir hatten ein erstes Interview. Franz, die Kamera ist gelaufen, wie du dich entschuldigt hast und ich bin ausgeleuchtet worden. Ich war aufgebracht, das war aber gar nichts. Ich habe mir Beruhigungstabletten eingeworfen, dass ich hier extra runterkomme. Ich habe Peter versprochen, dass ich ruhig bleibe und dass ich ihn am besten ignoriert, weil sonst platze ich ja. Weil sonst platz ich ja. Also auch hier 2018, als die Jenny drin war, hat sie die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen. Denn ich glaube wirklich, dass eine Iris Klein schlicht und ergreifend es nicht abkann, wenn andere im Mittelpunkt stehen und nicht sie selbst. Das Ganze, obwohl dieses Posting da war, ich gönne mir jetzt Pause, hat natürlich trotzdem zu einem Eklat geführt. Heute Nacht. Und das schauen wir uns auch hier wieder an. Übrigens, die Schlagzeile und den ganzen Artikel findet ihr bei promisundmehr.de. Link ist unten in der Videobeschreibung drin. Und hier steht, reicht es RTL mit Iris? Also Cecilia ist rausgeworfen worden. So. Also, wir gehen jetzt zum Hot Tea, zum Iris Tea sozusagen runter. Zum einen wurde bei der Stunde danach ausdrücklich nicht mehr über das angebliche Verhältnis von Peter gesprochen. In den letzten Tagen war die eventuelle Affäre immer wieder Thema bei der Stunde danach. Doch nun wurde sogar betont, dass diese Geschichte kein Thema mehr sein soll. Doch es kam noch heftiger. Für die Sendung wurde auch keine Rücksicht auf eventuelle Befindlichkeiten von Iris genommen. Im Gegenteil, Peter und Yvonne wurden zusammen interviewt und das, obwohl die beiden angeblich wegen Iris nicht mal zusammen im Gym sein dürfen. Huiuiui. So, wir lesen hier auch gleich weiter. Allerdings will ich euch natürlich auch diesen Ausschnitt nicht vorenthalten aus der Stunde danach. Und den schauen wir uns zuerst mal an, bevor wir hier weiterlesen, meine Lieben. So. Wir haben über Lukas gesprochen. Ihr seid ja alle so, ihr wollt immer mehr von ihm sehen. Wir möchten mal von Peter Klein wissen, wie denn Peter Klein seinen Auftritt heute empfunden hat. Und es ist tatsächlich in der Scheibe auf Yvonne.
Aber sie stehen nicht nebeneinander. Also selbst Angela und Olivia, beide waren ein bisschen schockiert darüber. Willst du dich jetzt da dazwischen stellen, Sebastian? Ist das ein Deal? Ja, wir wollen ja jetzt hier nicht weiter Öl ins Feuer gießen. Und deswegen reden wir ja jetzt auch über die Briefe. Aber seht ihr, wie sie ihre Brust gegen Himmel schiebt, ja? Und dann doch sehr arrogant und aufreizend da steht, die liebe Yvonne. Also, die Post war da, es war sehr emotional heute. Hast du damit gerechnet, dass Lukas dann auch so viel Emotionen zeigt? Ist ja das erste Mal, dass er so richtig was gezeigt hat? Ja, sagen wir mal so, er ist ja schon ein emotionaler Mensch, ne? Also, warum soll er keine Emotionen zeigen? So, bla bla, bla bla, bla bla bla. So, und dann kommt dieses Gespräch ziemlich schnell ins Stocken, weil irgendwie ist es auch für den Moderator ein bisschen, ja, peinlich, glaube ich. Und deshalb ich immer, sofort. Ja, weil ich denke, oh Gott, ist was los? Was habe ich gemacht? Mama, nicht ich immer, weiß ich. Aber und deshalb dachte ich mir, sie wird sich so freuen, wenn er ein paar Zeilen schreibt. Und ich glaube, er ist auch mega stolz auf sie und das ist ihr auch wichtig. Okay, das heißt also, da die Beziehung ist insofern gut, also weil es hatte tatsächlich den Anschein, es müsste was gekittet werden. Nein, absolut gar nicht. Die hat ein super Verhältnis. Nur halt, dass es wirklich sehr spontan war und dass sie ihn nicht erreichen konnte. Da war sie wirklich sehr, sehr traurig, aber umso besser ist ja meine Überraschung gelungen. Sehr gut. Nochmal zu dir, Peter, weil Lukas hat ja so ein bisschen gegen Gigi gestänkert. Manche würden vielleicht auch sagen, lästern, Stänker, weil Stänker. Kommt das bei dir auch so als... Er hat ja auch gesagt, es bezieht sich nicht unbedingt auf die Pizza. Wenn ich ehrlich bin, habe ich die Szene gar nicht so richtig gesehen. Kein Problem. Aber das Ding ist ja auch, glaube ich, vielleicht ist das ja auch ein bisschen taktisch, weil ich glaube, er checkt auch, dass Gigi ein großer Konkurrent für ihn sein könnte. Wer weiß, ob da irgendwie... Ich denke mal, Lukas kann das relativ gut analysieren, ob jemand Konkurrent sein kann oder nicht. In dem Fall ist es Gigi, klar. Der hat eine riesen Fanbase hinten dran. Die ganzen kleinen Mädchen sitzen da und warten, was ihr Idol jetzt macht. Im Fernsehen rufen fleißig. Also auch da der Satz wieder. Die ganzen kleinen Mädchen rufen an. Also die dürfen eigentlich schon mal gar nicht anrufen. Also es ist ja auch wieder echt ein Diss. Er weiß schon, was passiert. Also so gut kann ich ihn schon einschätzen, dass er jetzt denkt, jetzt muss ich ein bisschen was machen. Und es ist auch nicht schlecht, wenn man die anderen ein bisschen klein redet, weißt du? Taktik, das ist auch ein bisschen Taktik. Okay, genau. Danke euch, ich leite euch jetzt gleich getrennt voneinander hier von diesem Balkon runter und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Tschüss nach Köln, ciao. Da freuen wir uns auch. Ja. Schon irgendwie aber auch absurde Situationen. Ciao, ihr Hasen. Gerade. Ciao. Habt euch lieb. Umarmt euch nicht zu sehr. Ja. Also wie unangenehm, oder? Wie unangenehm das doch war, ja. Also selbst hier für die ganzen Gäste und Moderatoren, also meine Haare, ich hab Horror her, echt. Ich muss mir jetzt echt angewöhnen, Mütze zu tragen, glaube ich. Es wird nicht besser, Leute. Entschuldigt das nochmal für das Video, ich mache das irgendwann später. Also super unangenehme Situation, ja, für alle Beteiligten. Und ich glaube, RTL hat sich wirklich eingeschaltet und möchte hier einfach definitiv dem Ganzen keinen Raum mehr geben, ja. Das muss man einfach, glaube ich, auch wirklich, wirklich sehen, dass das so ist. Und deswegen schauen wir uns den Artikel weiter an, denn Iris hat natürlich prompt ihr Schweigen gebrochen. So, also. So, das einzige Zugeständnis von RTL war, dass sie eben nicht direkt nebeneinander standen, das haben wir gerade gesehen, ja, sondern der Moderator war zwischen ihnen. Aber die Retourkutsche kam direkt. Gift und Galle aus Mallorca. Erstmal hat sie ein Zitat gepostet. Entgifte dein Leben und trenne dich von jedem, der dich belügt oder respektlos behandelt. Das hat sie gar nicht kommentiert, das ist jetzt einfach so gepostet. Posts liegen mir auch vor. Und dann kam das nächste Zitat. Weine nicht, weil schöne Zeiten vorbei sind, sondern lächle, weil du sie erleben durftest. Und das hat sie kommentiert. Danke für 20 Jahre. Leb wohl. Leb wohl. Auffällig ist, dass auf Instagram Iris mit ihren Töchtern Daniela und Jenny sowohl dem Schwiegersohn Steffen zu sehen war und alle gestrahlt haben und gelacht haben, wird Iris etwa gar nicht ernst genommen von ihren Töchtern mit dem Drama, ne? Ähnliches Video gab es einen Tag vorher auch schon mal, ja? So, das ist mal im Moment der Hot Tea sozusagen um Iris Klein. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich noch ein hübsches Bild von Iris finde für ein Thumbnail.
Und dann geht dieses Video schon mal raus und dann folgt auf jeden Fall noch die Dschungelreaktion. Und dann geht's für mich nach Köln. Und ich freue mich auf heute Abend bei RTL zu sein. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin. Ciao.